Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich war gerade eben mit Hoffi ein bisschen Dressur reiten und jetzt werde ich mit Amy noch ein bisschen Dressur reiten. Ich habe ja auch schon die Halfter und ich werde halt mit Sattel reiten und ich weiß, dass die Steigbügelriemen von Amys Sattel mir eigentlich viel zu kurz sind. Ich habe sie im längsten Loch, aber sind immer noch sehr kurz. Ja, die sind auch meiner kleinen Schwester ein bisschen zu kurz. Aber ich bekomme ja zu meinem Geburtstag neu. Ich habe ja in fünf oder vier Tagen, keine Ahnung, am 14.10. Geburtstag. Und dann bekommt sie meine alten. Ich bekomme neue und ihre alten, weiß nicht, was wir mit denen machen. Vielleicht bekommt sie meine Rettlern. Keine Ahnung. Und ja, jetzt werde ich erstmal Amy rausholen. Und eigentlich bin ich auch schon viel zu groß für Amy. Aber dadurch, dass sie ein tolles Pferd ist, geht das ja. So, mit Amy fange ich immer mit der Wonderbrush an. Okay, das ist gerade eben mal meine Schwester. Mit Amy fange ich immer mit der Wonderbrush an. Das ist zwar meine große Schwester, ich habe zwei Schwestern. Und ja. Amy ist zum Glück gar nicht so dreckig. Denn Amy ist nicht geschoren, deswegen brauche ich auch keine Abschnittstücke und so. Weiß, so putzt man eigentlich nicht, bis ich nicht immer so, sondern mehr so. Weil dann wird sie viel sauberer, ich weiß nicht. Ich putze mal so ein bisschen schräg nach unten. Und der macht auch den Hals und den Kopf, weil die Rückseite hier ist ein bisschen kleiner. Und damit kann ich Hut im Kopf machen. Die Wonderbrush ist soft. Die Muster mache ich jetzt ganz leicht immer. So putze ich halt mehr so. Bisschen runter. Und habe auch noch rum. So, jetzt nehme ich die Cadetral. Die ist super süß und voll weich. Das ist der Hase. Und mit der gehe ich auch noch mal so ein bisschen über den Kopf. Weil die ist super weich. Amy schlappt nämlich immer ihren Kopf ein. Deswegen gehe ich damit immer mit der Wonderbrush rüber. So. Dann mache ich die Beine auch mit der Wonderbrush, weil sie hat keine Wurzeln. Aber morgen gehen wir in Krämer, deswegen werde ich ihr vielleicht eine mitbringen. Davon weiß sie nichts. Ja. Die Hufe. Ich liebe diesen Hufe aus Katze. Der hat nämlich so einen coolen Gehriff. Ah, ich liebe das einfach nur. Den benutze ich auch voll oft für die Toffee. Cadetral mache ich auch immer die Mähne und den Schweif, weil sie auch keine Mähnenbürste hat. Also sie hat so einen kleinen Kamm. Okay, da ist gerade nicht in ihrer Putztasche, da ist nur noch ein Gummistriegel drin. Ja, sie hat keinen Kamm. Also sie hat einen Kamm, aber der ist gerade nicht da. Ja, deswegen mache ich hiermit halt die Mähne. Aber das klappt damit auch super gut, weil Amy hat eine sehr, sehr dünne Mähne. Toffi hat voll die Fettmähne. Also Toffi hat echt eine dicke, dicke, dicke Mähne. Den Schweif kann man damit auch machen. Die ist so klein. So. So, jetzt sattel ich die Amy. Ihr Sattel ist pink. Meine Schwester liebt pink. Das Halfter ist pink, der Strick ist pink, das pink und der Stirnriemen ist pink. Nur, die Gerte ist nicht pink. Die haben wir nämlich auf dem Turnier gekauft. Genauso wie den Eskadron-Strick, den ich im letzten Video, also gerade eben im Video gezeigt habe. Ja, und jetzt sattel ich die Kleine mal. Sie ist so klein, ne?
schon auf Toffee drauf, aber ja. Ach, den habe ich hier komplett zerkippt. Gurtstrupfen, da findet man nie die Löcher. Ich hasse es. Ja. Also. Junge. Ich mach das auch noch eins höher. So. Ja, die Steckerin sind mir nämlich sehr, sehr kurz. Das ist ein bisschen blöd, das seht ihr gar nicht. Aber ja, jetzt soll ich bei ihrer Grenze. Auffällt erstmal wieder komplett verknotet. Also die Zügel sind verdreht. Hä? Was macht ihr mit ihrer Trense? So, jetzt. Ja, der Stirnring ist nämlich so pink. Der Steinchen und hier ist noch ein pinker Engel. Toffi hat einen blauen Engel. Ja, jetzt dran sich die Kleine mal. Die kleine Würste. Amy ist super lieb. Sie trennt sich immer hier oben, weil sie ist einfach viel zu klein. Eine Sache, die ich an Amy's Treppe einfach nur hasse. Ich hasse es. Weil auf dieser Seite, also auf der Seite, wo ihr gerade nicht seht, rutscht das Gebiss immer übelst und dann hängt das hier unten. Das ist halt voll dumm. Ja, das ist echt dumm. Ja, jetzt ist die kleine Maus auch schon fertig. Sie kam mir viel schneller vor als Toffi. Ja, jetzt gehen wir in die Reithalle. So, wir sind jetzt in der Halle. Ich habe gerade nachgurtet und die Bügel runtergemacht. Und ich habe auch die coole Gerte dabei. Obwohl ich eigentlich keine bei Amy brauche, weil sie super lieb ist. Aber ja, jetzt schneide ich mir auch die Bügel halt viel zu kurz. Ja, ein bisschen dumm. Aber ja, safe Rutschelsache jetzt nach Afrika. Oder auch nicht. Ja, ihr seht schon, die Bügel sind erstmal komplett zu klein. Ja, moin. Sieht immer so dumm aus, als würde ich springen. Ja, ist ja egal, ne? Und sie ist super klein. Oh, jetzt, Alter, was macht meine Schwester mit ihren Zügeln? Junge, Junge, ich mach sie jetzt hier oben auf. Oh, sind das Scheißzügel. Ja, auch neu. Deswegen hängt das Leder so mega. Das regt mir so auf. Ja, die Züge müssen erstmal so rum. Dann müssen sie so. Die hier müssen erstmal komplett so. Ja. Amy kann auch erstmal ein bisschen Schritt laufen. So, jetzt ist es gerade. Tippitoppi. Guck mal, sie. Die ist so klein. Ja, erstmal, man sieht meinen Kopf erstmal mal wieder nicht. Geil. So. Die Bügel sind so kurz, wenn ich hochgehe. Ui. Ja. Ich wollte schauen. Echt, wenn ich hochgehe, bin ich so weit oben. Jetzt halt ein bisschen drauf. Wenn meine Schwester meine Steckung gegeben hat, dann kann ich eben noch besser reiten. Weil noch passe ich in meine Rücken gerade so rein. Aber ja.
Sorry Leute, dass ich gerade eben die Strecke gewechselt hat. Sie hat jetzt nämlich Toffis dran. Und das passt auch viel besser, weil Amy einfach super klein ist. Oh, das ist viel besser. Ja, ich habe jetzt Toffis dran, weil Amy's Strecken sind 80 cm lang. Das ist voll cool, dass Toffis sind 1 Meter. Das geht. Das Tempo wegen diesem Geräusch. Bei Amy ist ein Bein kürzer als die anderen. Ich habe ein bisschen falsch gesenkt. Ja. Jetzt schon mal aussitzen. Ja, jetzt ist er leise. Das ist, glaube ich, ihre gute Hand. Auf einer Hand geht Amy gut und auf der anderen nicht. Ich tue jetzt wieder aussetzen und dann gleich wieder angaloppieren. Ja, das ist die gute Hand. Amy trabt voll schnell. Sie ist auch sehr klein. So, wir reiten jetzt auch schon wieder Schritt, weil ich nicht mehr kann. Ich bin ja gerade eben schon die Toffi geritten. Jetzt reite ich auch noch ein zweites Pony. Ja. Moin, ne? Ja, ihr seht, Toffis Trennrutsch, Amy's Trennrutsch, meine ich. Ja, auf jeden Fall sind das Toffi-Steigbügel. Ja, weil die von der Amy sind einfach viel zu klein. Da konnte ich ja nicht richtig reiten, selbst zum Springen werden. Ich hatte meine Steigbügel neben an deinem Sattel. Deine sind mir viel zu klein.
wir sind jetzt wieder in der Stallgasse und jetzt trennen sich sie ab. Ich habe gerade nicht auf Pause. Ja, dann kannst du mal weiß sein, ich filme gerade. So, ich bringe jetzt Amy ins Stall. Und Amy ist halt das echt krank. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Lasst mir einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Ciao!